meine Lehrerin geworden und ich hatte schon immer sehr Freude beim Vortragen, bei eben beim Reden. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich auf meiner Muttersprache auch so leben kann wie auf der deutschen Sprache. Und ja, dann habe ich mich eben auf Sachsen-Mundig eingelassen. Das hat mich selber wirklich gewundert, zu sagen, noch da, ich spiele Kabelspitze. Also es hat mich wirklich gewundert, dass ich das konnte. Und ja. Das ist ein Mensch. Und dann habe ich auch eben angefangen zu sehen, dass es auch große Unterschiede gibt. Und habe es dann noch richtig gut. Das hat mir auch natürlich schon eingeladen. Ja.